Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, bevor dieses Video beginnt. Ich nehme das Video gerade auf, kurz vor dem Spiel Barca gegen Juve. Erstmal hier Kuss drauf, 100% original. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ich weiß ja noch nicht, wie es gerade läuft. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Wir haben vorne im Sturm den lieben Lewandowski mit Hunter. Gönnt euch die Stats. 22 Spiele, 34 Tore, absolutes Biest. Und dann haben wir natürlich den Stindl noch. ZOM, 94 Spiele, 54 Tore, 36 Vorlagen. Den habe ich mal in einem Freepack gezogen. Gefällt mir einfach unnormal der Spieler. Damit natürlich unser lieber Lewandowski nicht einen Robben auf dem rechten Flügel haben muss, haben wir natürlich den lieben Blaschikowski, der Pole ist und einen guten Stronglink auf jeden Fall gibt. Gefällt mir relativ gut, hat relativ geile Stats sogar noch. Kann man was mit anfangen. Links haben wir die Legende Martial in meinem Fall. Fast schon eine Legende. 300 Spiele, 101 Tore, 65 Vorlagen. Das kann sich sehen lassen, meine Freunde. Im linken ZM haben wir Touré. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum Touré und nicht Kanté? Ganz einfach, Freunde. Touré gefällt mir einfach besser. Er hat einen besseren Schuss, bessere Passwerte und das macht es einfach aus. Mit Powerhouse bekommt er zusätzlich noch einen besseren Pass und dazu noch bessere Defensivwerte. Kanté ging mir einfach nach einer Zeit auf den Sack, weil der einfach nichts vorne reingemacht hat, wenn er im 1 gegen 1 war. Hat mich einfach nur noch aufgeregt. Im rechten ZM musste ich auf Goretzka ausweichen, weil Chemiehure endlich. Ich könnte auch Kimmich auf the Group Stage reintun. Oder sein Man of the Match, der sieht auch relativ krank aus. Werde ich mir auf jeden Fall demnächst zulegen. Ich wollte unbedingt Naldo noch in der Innenverteidigung haben, weil der einfach alles abräumt. Für mich, für seinen Preis, der beste Innenverteidiger in der Bundesliga. Fährmann ist einfach für seine Preisklasse der beste Torhüter in der Bundesliga. In der Rechtsverteidigung haben wir den lieben Piszczek. Der ist einfach der beste Rechtsverteidiger in der Bundesliga. Für mich sogar noch besser als Lahm. Für seinen Preis einfach der beste. Linke Innenverteidigung, ihr habt ihn bestimmt schon alle mal gespielt. Ihr habt ihn alle bestimmt schon mal gespielt. Es ist Chris Smalling und der ist eine absolute Legende in meinem Verein. Eine absolute Legende. 393 Spiele. Puh. Ich glaube, seine Werte sprechen für sich und dass ich ihn schon so lange gespielt habe, das spricht auch für sich. Und natürlich bekommt er einen Perfect Link mit dem lieben Luke Shaw, der 62 Spiele schon in meinem Verein hatte. Ich habe ihn gezogen und deswegen habe ich den Tradable einfach mal vertickt. Hauptsächlich geht es natürlich um diesen lieben Lewandowski. 22 Spiele, 34 Tore habe ich ja bereits erwähnt. Und da ich mich momentan in Liga 2 befinde, dachte ich mir, mache ich zwei Spiele und nehme die auf. Und dann könnt ihr euch ein eigenes Bild über dieses Team machen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt. Abo wäre auch nice. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach ins Game. Let's go. Fast hätte ich es vergessen. Es geht natürlich um die Spieleranweisungen. Das ist sehr wichtig. Müsst ihr auf jeden Fall kurz mal aufpassen. Der Rechtsverteidiger bzw. die Außenverteidiger bekommen hinten bleiben bei Angriffen. Das ist echt wichtig. Weil sonst laufen die einfach mit vor. Yaya Touré, speziell Yaya Touré, sollte hinten bleiben bei Angriffen bekommen. Und Goretzka auch, damit wir nicht zu offen stehen in der Mitte und immer schön abgesichert wird. In ZOM haben wir den lieben Stindl, der soll vorne bleiben und alle Freiheiten bekommen. So kann er sich austoben und die Bälle schön verteilen. Die beiden Außenspieler, die sollen die Abwehr überlaufen. Blaschikowski auch. Und der Stürmer soll einfach auch die Abwehr überlaufen. Und so rasiert ihr einfach alles mit dieser Formation. Kurz nochmal zu den individuellen Taktiken. Das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Ich würde die Geschwindigkeit ein bisschen hochschrauben und Verteidigungslinie ganz wichtig, Abschirm. Abseitsfalle werdet ihr so viele Dinge kassieren, weil einfach die Stürmer durchlaufen können. Abschirm ist echt wichtig. Genug gelabert, Freunde, let's go ins Spiel. Freunde, hier seht ihr das Team. Icardi, Banega, Perfect Link, natürlich Smalling am Start und Luke Shaw. Wird nicht einfach. Oh, da haben wir ihn, Stindl, rüber auf Lewandowski. Schön gemacht. Hier ist Goretzka, rüber auf Blaschikowski. Blaschikowski, nochmal Goretzka, schöner Doppelpass. Jetzt in die Mitte und Lewandowski schließt ab. Da ist das 1-0 nach 2 Minuten. Das läuft auf jeden Fall schon mal gut. Ganz gut rauskombiniert, würde ich mal sagen. Schöner Doppelpass dann nochmal. Und dann schließt Lewandowski. Klasse ab. 1-0. Nein, denn... Oh, was machen die Verteidiger, bitte? Ja, Fährmann hält ihn. Deswegen habe ich ihn im Kasten, Freunde. Lewandowski, lauf. Lauf durch, komm Lewandowski, faul eigentlich, aber Lewandowski hat die noch, Finesse-Shot, komm Finesse-Shot, oh, nicht schlecht. Jetzt müssen wir die nutzen, die Chance, oh, Lewandowski. Es geht in die zweite Hälfte jetzt, es ist wirklich nicht viel passiert, mal gucken, was jetzt so in der zweiten Hälfte geht. Ja, schöner Doppelpass, jetzt mach ihn Lewandowski, mach ihn, Nachschuss, Stindl macht ihn, jawohl, 2-0, guter Doppelpass hier, der zum Abschluss geführt hat und dann dementsprechend den Nachschuss geholt hat, genau, Stindl muss da nur noch einen netzen, das war das, 2-0. Eine Ewigkeit später.
Freunde, gestern ist die Facecam einfach ausgegangen mitten im ersten Spiel. Wir haben das erste Spiel 2-1 gewonnen. Das zweite Spiel habe ich dann aufgenommen, aber halt ohne Facecam. Habe ich auf jeden Fall ein richtig geiles Tor gemacht mit Lewandowski, Longshot-Tor. Blende ich euch jetzt mal hier kurz ein mit meinem Live-Commentary. Komm, Lewandowski, Longshot, Longshot, Levi! Holy shit! Habt ihr den Longshot gerade gesehen? Ich werde jetzt auf jeden Fall das zweite Spiel spielen. Heute ist halt ein anderer Tag, also gestern habe ich aufgenommen, jetzt ist halt der nächste Tag. Gestern hatte ich keine Zeit mehr, das zu drehen. Das Barca-Spiel, naja, sage ich nicht viel dazu. Italiener einfach in der Abwehr, was will man da machen, Leute? Was will man da machen? Wir sind in alter SGE-Manier und starten ins zweite Spiel. Los geht's. Ich glaube, der Gegner wird quitten. Der kommt einfach mit einem Bronze-Team. Schön. Und jetzt Lewandowski, Lupfin, Lupfin, der sitzt. Und der sitzt. Nein, schade. Komm, Lewandowski. Den hat er noch. Hier direkt drüber stecken auf Martial, gut gesehen. Und jetzt flache Flanke rein oder so. Ah, schade. Boah, da sind wir mit Blaschikowski, Freunde. Hier nochmal durch. Da läuft Stindl. Hier nochmal Blaschikowski. Lewandowski meine ich. Und der macht das 1-0. Schön gemacht, 17. Minute. Läuft auf jeden Fall. Schön rausgespielt. Aber das ist halt einfach ein Bronze-Team. Kann er wenig machen, aber der Gegner ist nicht schlecht. Er hat halt einfach kein gutes Team. Komm, Stindl. Jetzt Longshot, hau raus, hau raus. Oh mein Gott, der war nicht schlecht. Komm, Kopfball. Blaschikowski läuft. Blaschikowski, komm. Finesse Shot, der sitzt. Blaschikowski. 2-0, Freunde. Schön gesehen von Yaya Touré. Und Blaschikowski hat dann halt einfach einen geilen Schuss. Mit Finisher übrigens geht der richtig ab. Goretzka, jetzt Flanke rein, Flanke rein. Da steht Lewandowski. Oh mein Gott, den muss er reinmachen. War das Abseits? War das Abseits? Nein, es war kein Abseits. Lewandowski macht endlich mal wieder eins rein. Das ist das 3-0, Freunde. Klare Sache hier, ganz klare Sache. Ein Longshot-Tor. Mach's für die Zuschauer, mach's für die Zuschauer. Longshot und fast ist er drin. Ja, schön und jetzt aber, jetzt. Lewandowski, der muss sitzen. Das ist der Hattrick, Leute. Der Hattrick von Lewandowski hier mit dem Ententanz, Freunde. Komm, Lewandowski, lauf. Lupfen jetzt, jetzt lupfen. Und der sitzt, Leute. Viertes Tor von Lewandowski. Und natürlich mit dem Traditionsjubel der Ententanz, Freunde. Flanke rein. Komm, Lewandowski, den machst du auch noch. Sein fünftes Tor in dieser Partie. Es liegt hauptsächlich eigentlich nur am Team von dem Gegner. Sonst würden wir niemals so hoch gewinnen, das ist klar. Wir gewinnen 6-0. Klare Sache, Lewandowski, Man of the Match. Man muss aber auch sagen, es war nicht einfach für den Gegner. Der hatte einfach ein Schrottteam, muss man ihm lassen. Und Lewandowski netzt 5-mal ein. Und sein Kollege aus der Nationalmannschaft, Blaschikowski, auch mit einem Tor. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Und teilt es mit euren Freunden, falls die SBC Lewandowski machen wollen. Würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.